wenn ihr gesund bleiben wollt, schickt mir euer Bargeld. Das hilft. Die Sparkassen haben nämlich jetzt vor Bargeld gewarnt, das kann krank machen. Na, auf den Scheinen und Münzen sind so viele Krankheitserreger drauf, ne, dass eigentlich, wenn ich so recht überlege, wie lange Bargeld schon genutzt wird, ne, die Menschheit ja eigentlich schon ausgerottet sein müsste. Ey, sowas von schlimm jetzt, ne? Und jetzt fällt es auf einmal ein. Ey, benutzt bitte kein Bargeld, ihr könntet krank werden. Ne? Also denke ich, gibt es auch eine Möglichkeit, gerade bei Scheinen, die entsprechend herzustellen, dass gar nicht so viel Krankheitserreger hängen bleiben. Macht ein paar Kupferfäden rein. Ne? Rotes Geld ist ja praktisch auch steril, da heftet ja auch kaum was drauf. Ne? Aber was ein Schwachsinn. Na, das ist doch jetzt wieder nur, wir haben kein Bargeld mehr in den Filialen, die Automaten betreiben kostet zu viel Kohle, ach, dann sagen wir einfach mal, Bargeld macht krank, na, weil dann müssen wir auch weniger Geldautomaten hinstellen, ne, und dann sparen wir der Kohle und können mehr verdienen. Das ist aus meiner Sicht der einzige Grund, warum jetzt ein Geldinstitut sagt, Geld ist scheiße, na, deutsch gesagt. Na, warnt doch mal davor, die Griffe von öffentlichen Türen. Ich habe keine Angst, wenn ich auf eine Toilette gehe, dass da ich mich da auf der Toilette, wenn ich da drauf sitze, anstecken kann. Ich frage mich nur, wie oft wird denn der Türgriff sauber gemacht, gerade von unten? Ich glaube, da sind auch ganz viele Krankheitserreger, an die keiner kennt. Einkaufswagen. Na klar, ich kann mit der Karte im Laden bezahlen, da muss ich nicht das dreckige, krankmachende Bargeld anfassen. Aber was ist denn mit den Einkaufswagen? Wann habt ihr das letzte Mal gesehen, dass ein Griff vom Einkaufswagen sauber gemacht wird? Normalerweise müsst ihr auch nach jedem Kunden einem mit dem Läppchen dastehen und mit dem Desinfektionstuch da drüber gehen, weil man ja nie weiß, was der vorher den Waren hatte, an den Pfoten hatte für Krankheitserreger, für Keime, ob er überhaupt Klopapier benutzt daheim oder sonst irgendwas. Oh Gott, ich glaube, ich gehe nie wieder einkaufen. Da wird ja natürlich nicht vorgewarnt. Das ist ja nö, da kann ja nichts passieren. Ne? Na, aber Bargeld, nee. Aus meiner Sicht, wie gesagt, nur, wir wollen keine Automaten mehr betreiben, wir wollen uns nicht drum kümmern und wir wollen sowieso kein Personal mehr und mit der Cut macht das ja alles der Computer, ne, und dann ist das ja tutti. Ne, und was ist mit den Lebensmitteln, die ich kaufe? Ne, wie viele Leute hatten denn da die Packung schon in der Hand, ne, oder das Obst und Gemüse, was lose ist? Ne, wir hatten da überall schon drauf gerotzt, ne, und drauf genießt und mit dreckige Pfoten angepackt. Ne, davor wird nicht gewarnt. Ne, dann müssen nämlich heißen, oh, wir müssen jetzt alles in Plastik packen. Shit, nur dass auf der Plastikfolie natürlich auch Krankheiten hängen bleiben können. Ne, also das ist doch so ein Schwachsinn, was da erzählt wird. Nee, hört auf. Ne, ich zahle auch viel mit der Cut, aber ich habe trotzdem mein Bargeld, weil wenn ich irgendwo auf den Kinderflohmarkt gehe, ne, und da 5-6-Jährige sitzen, ne, und ich will den Spielzeugauto abkaufen, damit sie ein bisschen Geld kriegen und ein bisschen Spaß haben und überhaupt was verkaufen. Oder ich will es sogar für mich haben, kann ja passieren, manchmal bin ich ja da auch komisch. Oder ein Quietsche-Entchen, was mir in der Sammlung fehlt. Soll ich dem Kind jetzt sagen, ich kaufe das nicht, weil du kein Kartenlesegerät hast? Also, ihr merkt doch auch echt alle nichts mehr. Nee, ne? Mir ist das Schnutz, wie dreckig das Geld ist. Ich nehme es trotzdem weiter. Ich steck's mir nicht in den Mund und ich wasche mir auch ab und zu mal die Hände. Ne? Und dann und wenn ich jetzt gleich eine Flasche Bier trinke, hoppala, Deckel gefallen, muss ich mir schon wieder bücken. Ne? Kein Diener da. Ne? Die wollen nämlich bar bezahlt werden, hab kein Geld. Na, hier, wie viele Leute haben die Flasche dann im Laden schon in der Hand gehabt? Was ist denn da für ein Dreck drauf? Ne? Wir hatten da vielleicht schon drauf gespuckt in der Produktion. Also keine Ahnung, weiß nicht. Hier, in diesem Sinne, ne? Bleibt gesund und gebt nichts mehr aus, wie ihr habt. Egal ob Bau oder mit Cut.